werde ich die Anfangslast ermitteln für die Kniebeuge, als wenn nächste Woche ein Wettkampf wäre. Ja, Freunde, ich grüße euch. Hallo, dass ihr da eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Und heute werden die Gewichte fliegen. Kniebeuge, ich bin schon im Warm-up. Und los geht's nach dem Intro. Die Auflistung des Kniebeugetests für den ersten und zweiten Versuch. Wäre im Wettkampf das letzte Warm-Up-Gewicht und alles, was ich jetzt draufstecken werde, wäre erster Versuch und zweiter Versuch. Es ist halt immer ein Risiko dabei, alles Versuch und Irrtum. Sah zwar jetzt nicht allzu schön aus, als die Hantel mir am Buckel runtergerutscht ist, aber ich gebe mir jetzt noch einen zweiten Versuch mit den 207,5 Kilo und wenn es dann nicht klappen sollte, dann geht es nicht. Es sind immerhin über 97% von Maximallast, denn 210 waren ja im Wettkampf immer die höchste Norm, die ich gebracht habe. Auf den zweiten Versuch. Ich habe jetzt noch 3 Minuten Pause und da sammle ich mich jetzt. Und dann gebe ich Vollgas. Ihr habt nur mitgesehen, wie ich die 200 und die 207 als erster und zweiter Versuch hier im Training getestet habe. Ich habe es durchbekommen und der dritte Versuch ist ja beim Wettkampf immer derjenige, wo man maximales Risiko eingeht, ob es klappt oder nicht klappt. Und das mache ich allerdings hier nicht, aus einem einfachen Grund. Freitag habe ich Kreuzhebetest und da wird das genauso ablaufen wie heute und daher fällt der dritte Versuch hiermit weg. Energie sparen, ganz einfach den Phosphatspeicher nicht überreizen, denn wenn ich am Freitag nichts auf die Reihe kriege, habe ich nichts gekonnt. So Leute, ich fahre jetzt nach Hause. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und jetzt gehe ich in die Küche. Herzhaftes ist immer was Gutes für mich. Und deswegen gab es auch frische Wurst und Käse. Zu der frischen Wurst und dem Käse gab es noch ein ofenwarmes Bäckerbrot und das hat den Genuss noch einmal so richtig hochgedreht und der Appetit, der hat sich ums Dreifache gesteigert.